Die GmbH kennst du und die KG auch. Aber wo bei der GmbH und Co. KG Vor- und Nachteile liegen und warum man diese Rechtsform überhaupt wählt, ist dir nicht klar? Kein Problem, bleib einfach dran und wir klären das. Definition GmbH und Co. KG und Haftung. Bei der GmbH und Co. KG handelt es sich um eine Sonderform der Kommanditgesellschaft. Sie besteht mindestens aus einer GmbH und einer natürlichen Person. Dabei übernimmt die GmbH die Rolle des Komplementärs der KG. Da der Komplementär immer mit seinem gesamten Vermögen für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet, lässt sich die Haftung beschränken, wenn für diese Rolle eine GmbH eingesetzt wird. Bei einer GmbH ist nämlich die Haftung immer auf das Stammkapital beschränkt, weshalb das persönliche Vermögen der GmbH-Gesellschafter unangetastet bleibt. Die natürlichen Personen in der GmbH und Co. KG sind Kommanditisten. Diese haften immer nur bis zur Höhe ihrer Einlage. Die Geschäftsführung für die GmbH und Co. KG übernimmt übrigens immer der Geschäftsführer der Komplementär GmbH. Der Gesellschaftsvertrag. Der Gesellschaftsvertrag ist neben dem Handelsgesetzbuch die rechtliche Grundlage der Gesellschaft. Typischerweise regelt er folgende Punkte: Name, Sitz und Zweck der Gesellschaft, Gesellschafter und Kapitalanteile, Gewinnverteilung und Gewinnentnahme, Geschäftsführung und Vertretung der Geschäftsführung, Beschlüsse und Beschlussfassung, Veräußerung, Belastung und Vererbung von Kommanditanteilen. Natürlich kann jeder Gesellschaftsvertrag auch noch weitere Sachverhalte individuell festlegen. Es ist immer sinnvoll, wenn du dafür einen fachkundigen Rechtsanwalt konsultierst, statt dich auf Musterverträge zu verlassen. Welche Steuern fallen an? Im Bereich der Steuern unterscheidet sich die GmbH und Co. KG nicht von anderen Rechtsformen. Die GmbH und Co. KG zahlt Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Allerdings fällt für sie keine Körperschaftssteuer an, weil es sich bei der KG um eine Personengesellschaft handelt. Die Kommanditisten zahlen darüber hinaus auf ihren Gewinnanteil Einkommenssteuer. Die Komplementär GmbH allein betrachtet zahlt auf ihre Gewinnanteile trotzdem Körperschaftssteuer, weil es sich bei ihr um eine ganz normale Kapitalgesellschaft handelt. Selbstverständlich ist die GmbH und Co. KG auch verpflichtet, die Lohnsteuer ihrer Angestellten an das Finanzamt abzuführen. Vor- und Nachteile der GmbH und Co. KG. Der größte Vorteil liegt zweifellos in der Haftungsbeschränkung für die Komplementäre. Weiterhin ist es in der GmbH und Co. KG möglich, flexibel und einfach Eigenkapital durch weitere Kommanditeinlagen zu beschaffen. Zusätzlich bietet sich dir die Möglichkeit der Dritt- oder Fremdorganschaft und dein Unternehmen hat Vorteile bei der Arbeitnehmermitbestimmung. Allerdings stehen den Vorteilen auch einige Nachteile gegenüber. Oft wirst du dich mit einer eingeschränkten Kreditwürdigkeit bei Banken abfinden müssen. Zusätzlich musst du mit einem deutlichen Mehraufwand bei der Buchführung rechnen, weil ja beide Firmen zur Buchführung verpflichtet sind und jeweils einen Jahresabschluss aufstellen müssen. Die Vergütung für die Geschäftsführung kannst du steuerlich nicht in der GmbH und Co. KG, sondern nur in der GmbH geltend machen. Jetzt weißt du, was die GmbH und Co. KG ist, warum sie oft gewählt wird und wo die Vor- und Nachteile liegen. Hat dir das Video gefallen? Abonniere unseren Kanal und verpasse keine weiteren Videos. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.